Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo YouTubers Live Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nicht frei zockt YouTubers Live. Es gab wieder ein Update, ich habe keine Ahnung, was gepatcht wurde. Richtig gut vorbereitet, wie immer. Wow, 2000, ey, wir machen richtig Kohle gerade. Ja, keine Ahnung, was gepatcht wurde, ich bin richtig gut vorbereitet, ich habe keinen blassen Dunst. Ja. Und wir starten ja einfach mal rein. So, wir machen mal ein Video. Ich bin gerade am überlegen, da haben wir ein Preview gemacht. Ja, da können wir mal ein Gameplay anfangen. Mach mal, Tante. So. Du mach mal ein Video. Wir müssen allen mal wieder Aufträge geben hier, dass das Ganze wieder weitergeht. So, und wir können uns mal von so ein paar Dingen trennen. Haben wir die auch gut ausgeschlachtet? Nee, überhaupt nicht. Das ist das Ärgerliche daran. Das hier haben wir gut ausgeschlachtet, ist aber auch noch richtig gut beliebt. Ja komm, wir machen hier mal ein Review. Ja, einfach nutzen. Nutzen, was wir haben. So, der hier soll mal ein Besuch oben machen. Wir sind eher so die Trantüte. So, wir verkaufen jetzt mal die Spiele, die nicht mehr gehen. Das hier zum Bleistift. Das hier ist gut ausgenutzt. Das können wir verticken. Hat sich mehr als gerechnet. So, Spiel auswählen. Das hier haben wir leider nicht gut genutzt, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als es für 50 Cent zu verkaufen. Das war ja auch billig. Das, also das hat sich gerechnet auf jeden Fall. So, Spiel. Wieso liegen hier so ein Berg Spiele rum? So, das hier heben wir auf. Das hier, da sind wir, glaube ich, gerade dabei, das auszukauen. Ich würde sagen, wir machen davon mal ein Walkthrough. Das machen wir mal selbst. Ja. Da haben wir das dann vollkommen ausgenutzt, dieses Spiel, und dann geht das relativ flott, dass wir auch das verkaufen können. Aber es gibt ja kein Interesse mehr an dem Spiel. So. Vielleicht kriegen wir das Interesse ja wieder hoch, dadurch, dass wir spielen. Kann natürlich auch sein. So. Oh Gott, wir machen Kohle ohne Ende. Kohle ohne Ende. Wir fangen an, demnächst unsere Videos zu bewerben, weil das lohnt sich. So, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Jetzt wird es Zeit, dass wir hierher kommen, um unser Video zu produzieren. Danke. So, jetzt sind die eigens kleiner. Okay, du startest die Aufnahme. Hey, und das sind ja schon wieder andere Bilder. Die ändern die Karten hier die ganze Zeit. Ladebildschirm mit Hinweisen. Das war nicht gut. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Da sollten wir uns freuen. Können wir aber nicht. Dann machen wir lieber einen fachlichen Kommentar. So, Zusammenfassung des Spiels. Machen wir einen langen Kommentar. Das passt sogar mal. Das Level ist so schwer. Wütender Schrei. Falsch. Moment mal, ich glaube, ich erkenne einen Trend. Unlustiger Kommentar. Ich glaube, ich erkenne einen Trend. Ich glaube, da müssten wir jetzt das hier nehmen. Das lassen wir mal ablaufen. Die 6 Punkte, ich will die noch in was Sinnvolles stecken. Ich will nicht jetzt hier drauf das hier verballern, was da überhaupt nicht drauf passt. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen.
Also ich finde es besser, dass wenn man ab einem gewissen Level sozusagen, wenn du aufgestiegen bist, wenn hier vorgegeben würde, was du da für eine Karte benutzen sollst. Ich meine, bin ich Hellseher? So, jetzt einen mörderischen Blick. Und das passt. Aha, okay. Und jetzt haben wir nichts mehr. Wir machen weiter. So, wir müssten Videos releasen, aber die können wir. Können wir. Können wir. Super. Finde ich gut. Ging die ganze Zeit nicht. Ist neu. Geht. Wir releasen Videos. Zeig mal dein Ergebnis. Das ist auch gut. Können wir auch hochladen. Perfekt. Perfekt. Das Spiel bessert sich. So, das passt wunderbar aufeinander. Ne, das will ich eigentlich nicht da drin haben. Das hat ja gar keine Wertung. Das hier will ich da drin haben. Es ist mehr als grenzwertig. Das ist irgendwie, das ist blöd. Ich würde gern sinnvoll was zusammenstecken, aber es geht nichts sinnvoll zusammenzustecken. Das ist irgendwie ärgerlich. Versteht ihr, was ich meine? Also, vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht bin ich einfach nur unfähig, das zu bedienen, das Spiel. Das mag ja sein. Oh, immerhin 70% Interesse erzeugt. Weiß zwar nicht wie und mit was, aber geschafft. So, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Wir bewerben das hier mal mit Reflinks, das hier mit Reflinks. Und wenn das oben ist, machen wir da auch mal Werbung. Wippt mit dem Bein, ich hoffe, man hört's nicht. Bin da immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht. So, Kommentare. Ja, selbsternannter YouTuber, ja, passt, so. Einladung ins Kino, sei mir nicht böse, ich muss mal pofen und ich muss mal was essen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier wieder, weiterkommen. So, wir gehen mal nach unten, weil ich will mal auf die Tür klicken. Weil wir können moven in die Villa. Kostet 0. Dies können wir locker bezahlen. Also 2500 machen wir ja mit einem Video. Wir ziehen um. Hey. Umzug. Alter, was ist das denn hier? Ich war endlich Teil des besten Netzwerks. Natürlich war es eine große Hilfe und berühmt und die Nummer 1 der YouTuber in YouTube-Ranking zu werden. Ich musste in diesem Netzwerk bleiben und alle Bedingungen erfüllen. Neues Ziel. Nummer 1 sein. Okay, hier haben wir einen Kühlschrank. Jop. Netzwerkangebot. Gameplay machen. Gameplay von Mr. Buggy Agent Nintendo C machen. Perfekt. Schicken dir das Spiel umgehend zu. Okay, gut. Passt ja alles. Wo sind meine Leute hier? Wo haben wir, vor allem, wo haben wir einen Rechner? Hier können wir einen neuen Arbeitsplatz einrichten. Möchtest du 100 Euro an mich zahlen? Netzwerkkonto gehackt. Wir bezahlen. So, wo mache ich Video? Ich habe keinen blassen Dunst. So, hiervon sollen wir ein Gameplay-Video machen. Habe ich das richtig verstanden? Wir machen gerade mal beenden, weil, wo haben wir denn, wo ist denn unsere Beste? So, du, mach mal ein Video. Du kriegst das hin, hiervon ein Gameplay-Video zu machen, was die Leute angucken.
Das schaffst du. Uah, mir wird's übel, so wie die Kamera da hin und her fährt. So, die geht jetzt nach unten Video machen, oder wie? Ja, Tatsache. So, wir machen auch ein Video. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Das hier hat eigentlich ausgedient. Ist auch nicht mehr so beliebt, können wir verkaufen. Wo sind wir zu Hause? Das hier hat komplett ausgedient. Das können wir verkaufen. Das hier ist nochmal gekommen irgendwie, kann das sein? Also ich weiß es auch nicht. Wir machen da mal ein Review von. Die Spiele mal richtig zu nutzen, die wir hier im Portfolio haben noch. So, du sollst nicht tanzen, sondern wieso geht das nicht? Wieso kann ich denn nicht sagen, dass ein Video machen soll? Es ist doch da, musst du anklicken können. So, guckt mal an. So, das kennen wir nicht, das wissen wir nicht. Ein Ausschnitt zeigen. Dann machen wir machen wir das hier rein. Das war falsch. So, hier machen wir kurz vom Ziel wirst du Erster. Falsch. Da wissen wir es, was wir reinmachen müssen. Da sollen wir wütend werden. Zeit bevor das Spiel startet, da machen wir einen wütenden Kommentar. Und das ist richtig. Also scheinbar, wir müssen einmal das Richtige rauskriegen. Und dann... Du überholst deine Gegner mit Leichtigkeit. Machen wir mal einen fachlichen Kommentar. Ist aber auch nicht richtig, glaube ich. So, hier brauchen wir sowas. Hier einen unlustigen Kommentar. Das finde ich jetzt cool, dass das so mit der Zeit praktisch dir hilft. Da machen wir mal so einen Guru-Kommentar. War leider falsch. Hier müsste ich das hier reinpacken mit 12. Haben wir leider nicht. Wir hören auf. So, wo ist sie? Sag mal das Ergebnis vom Video. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hochladen. Weil der 20. Februar, der ist bald. So, und wir setzen mal hier zusammen, was nicht zusammengehört. Das ist nicht gut. So, das ist dann besser. Ich habe auch hier... Schwierig. Das gescheit hinzukriegen ist echt schwierig. So, wir laden das hoch. Wir machen hier drauf Werbung. Wir ballern da Werbung rein ohne Ende. Und der ist am Hochladen. Dann kann er ja eigentlich mal... Alter, ich bin hier am Suchen. Wo ist das Bett? Wo ist der Kühlschrank? Ich will nach unten. So, wir wollen mal schlafen. Da ist auch ein Kühlschrank. Das ist nice. Wie viele Kühlschränke haben wir denn hier? Wie viele Betten haben wir denn hier? Vielleicht die bessere Frage. Und wir können noch einen einstellen, wenn wir wollen. Habe ich auch gerade gesehen. So, das bewerben wir auch mit Reflink. Einladung ins Kino. Nein, danke. Aber du kannst mal ein neues Video machen. So, und zwar hiervon ein Walkthrough. An Arbeitsplatz 1. Danke. Du hast mal genug getanzt jetzt.
Du kannst hier vorne, kannst du mal Gameplay machen. An Arbeitsplatz 2. Fortsetzen. Unser Kollege, der hat Kohldampf, der soll mal was essen. Gibt nur kalte Pizza bei uns. Die holt er nicht aus dem Ofen, immer aus dem Kühlschrank. Gibt mir zu denken. So, und wir können neues Personal einstellen, wenn ich das richtig sehe. Aber wir müssen auch hier noch, also Auftrag ist okay, aber wir müssen noch so ein VIP-Ticket lösen. Also die müssen jetzt, irgendwann sollte mal eine Einladung kommen vom Netzwerk, dass wir irgendwo hingehen sollen. Haben wir Leute, die gut mit uns können? Karma. Lass mal mit Karma chatten. Oh, Netzwerkangebot. Was war das? War das Auftrag erfüllt? Alles gut? Ich hab zu schnell geklickt. Ich weiß es nicht. Ach, ich ärgere mich. Ich hab zu schnell geklickt. Bin aber auch ein Schnellklicker. So, Karma ist wieder Freund, großartig. Die ist perfekt, die stellen wir ein. Wo können wir die einstellen? Kannst du hier nicht einstellen, du hast nicht die richtige Verhältnis. Okay, dann chatten wir weiter. So, sag mal dein Ergebnis, das sieht brauchbar aus. Nicht gut, aber brauchbar. Gucken uns gerade mal das Profil an. Wie sind wir denn unterwegs mit der? Ja, 100%. 100% passt. Mit Brooklyn. Passt. Wie sieht's hier aus? 100% passt. Das sind alles Leute, die ich einstellen könnte, oder wie? Ja, mit Karma sind wir doch die ganze Zeit schon am Chatten, oder nicht? So, gucken wir mal. Video machen. Was haben wir denn sonst noch hier rumfliegen? Damit sind wir durch. Können wir verkaufen. Bleib mal hier. Mach ein Video. Gameplay-Video hiervon. An Rechner 1. Danke. Aber irgendwie... Der ist am Chatten, die will da arbeiten. Dann sollten wir den Chat mal abbrechen. Dann geht der an einen anderen Rechner. Vermute ich mal, dass der dann an einen anderen Rechner geht. Und sich dort weiter chattet. Ne, einkaufen haben wir zuerst. Ganz wichtig, einkaufen. So, die neuesten Spiele habe ich gelernt, die sind immer ganz unten. Macht Sinn. Die gehören am besten versteckt. Sonst kommt noch einer auf die Idee und kauft die. Ja, das wollen wir ja nicht. So, wir kaufen mal das hier. So, wo geht dann jetzt wieder hin? Die ganze Zeit nur am Rumlatschen. Ach, die ist zu Hause. Okay. Geht er dahin und chattet. Wir haben ein Netzwerkangebot. Ein Dual bei dem Spiel auf dem Ding mit 800.000 Views. Ein Dual. Wir akzeptieren das. Und wir werden das Dual probieren. Und wenn das dann wieder abbricht, dann bin ich bedient. Aber ich hoffe, die haben den Bug mittlerweile gefixt. So, wir laden das Video hoch.
Komm mal, komm doch mal, bleib doch mal stehen. Zeig mir mal das Ergebnis. Passt. Komm schon, Karma, steigere deinen Einfluss. So, läuft, bewerben. Kommentare, läuft. Bewerben. Der Rechner sprüht Funken, interessiert uns nicht. So, da sind noch zwei Spiele im Regal. Und hiervon können wir mal ein Review machen. An Arbeitsplatz 1. Und die hier, die kann mal ein Video machen. Hallo? Und zwar ein Walkthrough. An Arbeitsplatz 3. So, und kriegen wir hier noch ein Didit hin. Ich will die Beziehung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Ich mag dich, aber... Okay. So, der Rechner ist auch wieder repariert. Wir gehen mal... Wo gehen wir denn hin? Runter, würde ich sagen. Ich habe schon gedacht, der läuft jetzt außen rum und geht hier runter. So, da öffnen wir mal hier das Päckchen, weil wir müssen ja bis zum 28. Februar ein Dual machen. Ach du lieber Himmel. Wir gehen mal schnell schlafen. Dann gehen wir mal was essen. Dann laden wir Karma ein. Ach ne, die können wir sogar direkt einstellen jetzt schon. Dann stellen wir die direkt ein. So, und dann machen wir mit Karma direkt mal ein Gemeinschaftsprojekt. Und zwar von dem hier ein Dual, weil das sollen wir ja machen, ne? Das haben die uns gesagt. Ich glaube, das habe ich so richtig in Erinnerung. So, da gucken wir uns mal das Videoergebnis an. Das sieht ganz gut aus. Hochladen. Die ist irgendwie sehr langsam. Die sieht traurig aus oder müde. Eins von beidem. So, wir machen mal eine Eröffnung, und zwar tanzende Begrüßung. Kommt gut. So, Ladebildschirm mit Hinweisen. Ernster Kommentar ist falsch. Gut, dürfen wir nicht mehr machen. Du hast einen Kopfschuss während des Springens erhalten. Wütender Schrei passt gut. Ist ja schön. Hier sollen wir wieder so ein Dizzy-Dizzy reinmachen. Da wissen wir es nicht. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Da sollten wir vielleicht mal feierlich schreien. Weil Guru-Vorschlag hat aber beim letzten Mal nicht geklappt. Dann brauchen wir hier wieder so einen wütenden Kommentar. Du bist ein Level aufgestiegen, das ist eine fröhliche Äußerung wert. Ist aber falsch. So, wollte ich nicht. Wollte ich nicht, ich habe mich verklickt. So, Mist. Hast eine harte Aufgabe bewältigt. Das ist ein fachlicher Kommentar. Auch falsch. Gott, ich bin so schlecht. Ausschnitt, unlustiger Kommentar. Auch falsch. Ich geb's auf. Du hast den ersten Kill gemacht. Professioneller Kommentar. Passt. Passt. Und dann, ja, winkende Verabschiedung.
Muss passen. Weiter. Die ist fertig mit ihrem Video. Okay, wir cutten erst unseres. Überzeugt. So, das passt. Dann machen wir das da drauf. Wenn wir das haben, können wir wieder so eins nehmen. Wenn wir das haben, können wir das hier nehmen, dann können wir von dem das hier nehmen, dann können wir da hinten einen Abschluss drauf machen und dann machen wir das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Haben wir noch was, was wir reinmachen wollen, die vielleicht noch eine Hintergrundmusik und dann rendern wir das Ganze und es geht durch die Decke. Yippie. Hochladen. Warum ist das nicht beworben? Passt. So, dann müssen wir das hier angucken. Und hochladen. Und bewerben. Oh, Stress. Stress. Aber den mache ich mir ja selbst, habe ich es jetzt wieder gehört. Ich bin selber schuld. Und der Rechner ist kaputt. Den müssen wir reparieren, wenn wir ausgeschlafen haben. So, du hast das Video noch nicht veröffentlicht. Du hast gesagt, dass du es machst. Dann stehen wir nach dem Klienten da. Nein! Das ist doch oben. Da ist es doch. Minimal verpasst. Also, wir scheinen hier eine gute Stimmung zu haben. Ja? Wir sind scheinbar ein guter Arbeitgeber, weil die tanzen alle. Essen wir lieber noch ein Stück Pizza aus dem Kühlschrank. So, Mädel, mach mal ein Video. Das ist alles. Alles mies. Wir brauchen neue Spieler. Drama. So, wir haben mehr Glühbirnen, wir haben Ideen. Wir sind schon wieder aus dem Netzwerk geflogen. Krieg diese Netzwerkbedingungen einfach nicht erfüllt. So, dann könnten wir ja erstmal dem hier wieder beitreten. Wir müssen ja irgendwas machen. Es liegt aber mehr daran, dass wir den Auftrag nicht erfüllt haben, glaube ich. Wieso stehen hier 4 Packungen und wir haben nur 2 Spieler im Schrank? So, die zockt. Wo ist denn hier unsere Subidubi? Ja, das macht ja keinen Sinn. Wir sollten erstmal einkaufen gehen. Haben wir irgendwo einen Computer stehen, wo wir einkaufen gehen können? Einkaufen. Alter, das ist ja hier Hardcore. Also so schnell wie du hier aus Netzwerken fliegst, ist ja unglaublich. Also das ist in echt ist es umgekehrt. Viele Netzwerke wollen dich. Die wollen dich nicht loswerden, sondern die wollen dich haben. So, den Werbevorschlag gucken wir uns an. Dual-Video zum neuesten Spiel akzeptieren wir. Und wir gucken mal. Neue Spiele. Das hier scheint gefragt zu sein. 20. Januar. Was ist denn das überhaupt für ein Datum? 20. Januar. 20. Februar.
Und wegen die neuen Spiele sind alle unten. 1. März. Das Ding hat keine Ordnung. Jeder, der hier an Ordnung glaubt, glaubt auch an Verschwörungstheorien. Ich zum Beispiel. Es gibt keine Verschwörungstheorie, es gibt nur Verschwörungen. So, mache das Dual vom 8. März. Alter, das wird knapp. Ah, wir hätten ein Unboxing machen können. Das ist ja auch neu. So, Omni-Ausgabe und wir gehen an Rechner 3 fortsetzen. Unboxing-Video, ganz wichtig. So, die ist fertig. Zeige Ergebnis des Videos. Ich glaube, wir kriegen Stress. Wir kriegen das wieder nicht hin. Von welchem Spiel sollen wir denn überhaupt das Dual machen? Wie heißt das Ding denn? College Lacrosse? Öffnen. So, wir machen eine Begrüßung. Dann machen wir Dizzy Dizzy. Dizzy Dizzy mit wenig Punkten. Unser Rechner sprüht Funken, glaube ich. Da wissen wir wieder nicht. Bin Level aufgestiegen, würde ich sagen. Kuro-Vorschlag. Der passt. Der Kuro-Vorschlag passt. Perfekt. Dann machen wir hier Ausschnitt. Machen wir einen ernsten Kommentar. Passt nicht. Einfache Aufgabe bewältigt ist fachlicher Kommentar und das passt sogar. Ladebildschirm mit Hinweisen ist ein eher wütender oder unlustiger Kommentar. Das war falsch, hätten wir wütend machen müssen. Du hast ein Achievement bekommen. Passt nix. Läuft irgendwann die Zeit mal ab? Ach komm. Dauert mir zu lang. Weiter. Zack. Ja, wir haben ein Problem. Das gebe ich offen zu. Wir haben ein Problem. Das ist ein Zeitproblem. Wir müssen den ganzen Kram schnellstmöglich durchkriegen, weil wir haben noch andere Aufträge, die wir erledigen müssen. Und das führt zu Problemen, wenn das alles zu lang dauert. Außerdem sprüht irgendein Rechner Funken. Und wenn ein Rechner Funken sprüht, ist das meistens ein schlechtes Zeichen. So. Wir sollen von irgendwas ein Dual machen. So, wir nehmen ein Gemeinschaftsprojekt auf. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar von College Lacrosse. Da machen wir jetzt ein Dual von. Es ist falsch. Wir müssen eine Stereo-Ausgabe nehmen. Wir sind im Stress. So, wo ist er denn? Jetzt ist am 8. März, sollen wir das Video raushauen. Wir haben schon den 5. Wir haben noch nichts mehr aufgenommen hier. Zack, bumm, peng. So, los geht's. Also, Begrüßung. Hey, Begrüßung. So, weiter geht's. Schneller. Ladebildschirm mit Hinweisen. Ernster Kommentar. Ladebildschirm. Falsch. Da steckt das Item gefunden. Ist ein fachlicher Kommentar. Passt. So, hier brauchen wir Dizzy. Passt. Weiter. Wissen wir nicht. Echte Aufgabe bewältigt. Professioneller Kommentar, weil alles andere, also wütend passt da definitiv nicht. Ein Ausschnitt, machen wir ein kurzes Kommentar zu. Ist falsch. Das Spiel hängt sich auf, da können wir eigentlich richtig wütend sein, aber wir haben keine Zeit mehr. So, dann cutten wir den Kram schnell, weil wir müssen fertig werden. Wenn wir das nicht rechtzeitig releasen, kriegen wir ein Problem. Und das ist
ein Horrortrip hier. Weil wir haben viele Schnittstellen, die nicht passen. Was mache ich denn? Das hier will ich raus, das hier will ich rein. Danke. Ein bisschen Musik. Ein bisschen hiervon rendern. Wir haben den 6. Das Video muss hoch. Das muss ja auch noch hochgeladen werden. So, der ist müde. Der geht mal schlafen. Geh mal schlafen. Schlafen. So, lad schneller hoch. Please, lad schneller hoch. Alter, das ist schon der 7. Oben. Auftrag erfüllt. Werbevorschlag. Kohle kommt. Dankeschön. So, dann gehen wir noch was essen und dann haben wir es geschafft für heute. So, dann ist die Pizza leer und ich sage an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.